Willkommen im Biografiezentrum, der Vereinigung deutschsprachiger Biografinnen und Biografen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir schreiben Ihre persönliche Biografie, Ihre Familien- und Firmengeschichte. Lassen Sie sich bei der Bewahrung Ihrer Lebenserinnerungen von uns begleiten, mit uns als Ghostwriter oder mit Ihnen als Autor und mit unserer Unterstützung. Gegründet im Jahr 2004 haben wir im Biografiezentrum hunderte faszinierende Lebensgeschichten als Buch, Film und Hörbuch veröffentlicht. Wir haben das Biografiezentrum gegründet, um mit anderen Biografinnen und Biografen gemeinsam den Menschen zu helfen, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben und als Buch, Film oder Hörbuch zu edieren. Unsere Biografen sind Experten auf ihrem Gebiet mit hoher fachlicher und emotionaler Kompetenz. Sie sorgen dafür, dass sie sich beim Aufnehmen und Schreiben ihrer Memoiren stets aufgehoben fühlen. Denn das ist die Basis für gute Zusammenarbeit und eine gute Biografie. Also ich bin Biografin und Schriftstellerin und ich möchte gerne ein Stück lebendiges Leben einfangen, zum einen in verschiedenen Medien und aber auch den Leuten helfen, sich mit ihrem Leben zu beschäftigen. Also ich schreibe nicht nur, sondern ich mache auch Erzählcafés und ja, biografische Dokumentationen auch auf das Zeitgeschehen bezogen. Also ich bin gelernte Historikerin und Psychologin und beschäftige mich seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre mit der menschlichen Biografie, biete Firmenchroniken und vor allem Privatbiografien an, kann gut zuhören und liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich bin Lektor und Biograf. Es geht mir darum, wenn Menschen etwas Schwerwiegendes erlebt haben, das für sie zu schreiben, auch methodisch darzustellen. Ich selbst habe angefangen mit Lyrik-Tagebuch, veröffentliche auch Lyrik und sehe mich in der Lage, das zu tun für die Person, die es haben möchte und ihr dann auch den öffentlichen Raum letztlich zu geben. Ich erstelle Fotobiografien und ich möchte, dass wirklich jeder seine einzigartige Geschichte festhalten kann. Und zwar so, dass sie lebendig wirkt beim Betrachten durch Worte, durch Texte, durch Fotos und durch eine individuelle Gestaltung. Ja, ich beschäftige mich auch mit dem Schreiben von Privatbiografien und Firmenchroniken. Und für beide biete ich halt auch an, diese selbst zu übersetzen oder auch übersetzen zu lassen in alle möglichen romanischen, slawischen, skandinavischen oder auch asiatischen Sprachen, damit halt nicht nur die Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland das auch nachlesen können von ihren hier lebenden Angehörigen, sondern auch die Geschäftspartner im Ausland der hier in Deutschland ansässigen Firmen. Seit gut 5 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht als Biografin und Lektorin mit einem Schwerpunkt auf Biografie. Firmenbiografie oder Chronik bzw. Privatbiografien. Und ich mache das, weil es mir große Freude macht. Ich schreibe schon seit meiner Kindheit und ich lerne dabei Menschen besonders gut kennen. Und das gibt der ganzen Sache einen tieferen Sinn. Ich beschäftige mich überwiegend mit der Erstellung authentischer Privatbiografien, in denen sich die Menschen wiederfinden. Mir ist die Menschlichkeit bei dem Thema sehr wichtig und arbeite nach dem Motto des Dichters Friedrich Maximilian von Klinger: Ein jeder Mensch hat seine Geschichte, die es wert ist, gekannt zu sein. Die Qualität unserer Arbeit wird von unseren Kunden gewürdigt und von den Medien wahrgenommen. Es ist uns eine besondere Freude, Ihre Lebenserinnerungen vor dem Vergessen zu bewahren und, wo es gewünscht wird, auf dem Buchmarkt erfolgreich zu platzieren. Wenn Sie Ihre Lebenserinnerungen oder Erlebtes aufschreiben lassen wollen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Auch Unternehmen können sich an uns zur Edition von Firmenchroniken und Jubiläumsbänden wenden. Besuchen Sie unsere Homepage biografiezentrum.de. Hier finden Sie auch das aktuelle Verzeichnis aller Mitglieder
und bestimmt eine Biografin oder einen Biografen in ihrer Nähe.